herzlich willkommen zu einer weiteren Folge EuroTruck Simulator 2 mit mir, dem Alex, natürlich wieder hier am Sonntag. Ja, und direkt eine große Entschuldigung am Anfang. Ich habe am Wochenende, ich habe am Freitag keine Folge gebracht und auch gestern natürlich keine. Und gestern kam auch kein Rocket League. Ich erkläre heute einige Sachen, denn heute gibt es viele Umstellungssachen, viele Erklärungssachen. Und die werde ich alle heute ein bisschen erklären. Ich muss aber kurz noch was umstellen. Also, okay, jetzt. Ja, was gibt es zu erklären? Einmal, es kam am Freitag keine Folge, einfach weil ich, wie gesagt, ich hatte ja auch im letzten EuroTruck Simulator Folge angesprochen. Ich habe Berufsschule, hatte irgendwie am Freitag keinen Bock mehr, EuroTruck Simulator aufzunehmen. Ich habe auch ein bisschen Videos für meinen Kanal aufgenommen, also ein bisschen Minecraft-Videos, und hatte einfach keinen Bock mehr, Dings aufzunehmen, keinen Bock mehr, EuroTruck Simulator aufzunehmen. Kann auch mal sein. Und habe halt lieber ein paar andere Sachen gemacht. Habe ja auch noch mit Pia aufgenommen. Und ja, heute habe ich es auch jetzt nicht gemacht. Also am Samstag habe ich es auch nicht gemacht. Ich nehme es jetzt gerade am Samstag auf Sonntagnacht um 1 Uhr auf. Die Folge kommt also normal, regulär am Sonntag um 19 Uhr. Und ja, damit ist einfach mal eine Folge ausgefallen. Kann, wie gesagt, mal passieren, wenn ich irgendwie keinen Bock habe oder wir andere Sachen aufnehmen. Ja, ist aber, denke ich mal, auch kein großes Problem. Jetzt zur Hauptsache, und zwar mit kein Bock mehr. Wir haben keinen Bock mehr auf Rocket League, deswegen kommt kein Rocket League mehr. Es kam gestern um 19 Uhr kein Video. Also Rocket League fällt jetzt am Samstag und am Mittwoch kam das ja mal. Um 19 Uhr fällt weg. Aktuell gibt es ja am Samstag und am Mittwoch immer noch Minecraft Speed, glaube ich. Also gibt es da immer noch 2 Videos pro Tag mit FIFA und dann in Minecraft. Natürlich soll es aber nicht so bleiben. Wir werden da versuchen, bald auf quasi einen Ersatz zu suchen. Und der wird höchstwahrscheinlich Rainbow Six Siege sein. Aber inwiefern das dann immer regelmäßig kommt, wissen wir auch nicht. Ja, zudem ist Pia ein bisschen auf LOL-Sucht und hat dann mal gesagt, dass er vielleicht ein bisschen was aufnimmt, aber hat dann irgendwie doch nichts aufgenommen letzte Zeit. Ja, keine Ahnung, ob da irgendwann mal was kommen wird oder wie auch immer. Und ansonsten haben wir gar nicht mehr Planung für das, was wir noch bringen können, weil, ja, auch noch bald, muss ich sagen, wir haben jetzt 1 Uhr und wo ich es gerade aufnehme, und wir haben vorhin, also um 20 Uhr, das letzte Rennen für Formel 1 gemacht. Das heißt, es sind 3 weitere Folgen und die kommen eben am Dienstag. Jetzt kommt erst noch das Rennen aus der letzten Folge, also das Rennen, was aktuell schon läuft, genau. Am Donnerstag kommt dann, wie gesagt, die Qualifikation von der letzten Strecke und dann noch die 2 Rennteile nächste Woche. Das heißt, Ende nächste Woche ist Formel 1 auch vorbei und dann wird noch was wegfallen. Ich weiß nicht, wie wir es machen werden. Wir werden wahrscheinlich erstmal keinen großen Ersatz haben. Wie gesagt, Rainbow Six Siege kann zum Teil dann vielleicht schon die Rocket League Plätze einnehmen. Aber F1 fällt auf jeden Fall weg. Und im Zuge dessen werden wir wahrscheinlich auch nochmal irgendwie, wahrscheinlich wird dann Rainbow Six auf die Formel 1 Slots gehen oder was auch immer. Ich weiß auf jeden Fall, es werden auf jeden Fall Videos wegfallen von der Menge her und ich werde es auf jeden Fall so umlegen, dass trotzdem pro Tag 2 Videos kommen. Weil, wenn ich dann nichts an den Uhrzeiten verändern sollte, wann Videos kommen, dann wären, hätten wir Tage, an denen dann 3 Videos kommen und Tage, an denen ein Video kommt. Und das ist scheiße. Von daher werde ich es immer so ein bisschen verteilen, dass jeden Tag irgendwie 2 Videos kommen und das reicht ja immer noch. Also wir werden natürlich immer weniger irgendwie an Videos, aber wir haben aktuell einfach keine großen Videosachen, die wir rausbringen wollen. Die halt keine großen Spiele, wo wir halt aufnehmen können oder wo wir halt irgendwie Bock drauf haben. Ja. Genau. Haben wir halt aktuell so ein paar Probleme, sage ich mal. Ja, das ist so alles ein bisschen dazu. Muss gerade wirklich erstmal nachdenken. Und ja, das sind so die Hauptpunkte. Was jetzt irgendwie noch kommen wird, ich bin gerade wirklich am überlegen dabei, ob ich nicht... Ich hatte ja vor etlichen Monaten mal angekündigt, dass ich etwas zu... Uncharted 1 bis 3 machen will. Ich habe diese Collection auch, habe ich auch. Die Remastered Collection habe ich mir auch auf der PS4 gekauft. Habe sie aber dann doch nicht gemacht, weil ich, wie gesagt, so tägliches neues Video nicht zeitlich hinkriege. Punkt. Ich habe im Moment auch noch ein paar andere Sachen mit Programmieren und so, die ich immer mal wieder machen will. Und ich habe nur begrenzt Zeit. Und ja, da muss man auch mal ein bisschen schauen, wie es immer so ist mit den Videos hier. Ich denke mal, 2 Videos am Tag ist immer noch super. Aber klar, es geht im Moment irgendwie zu sehr darauf zu, dass wir nur noch FIFA und Minecraft haben, was ja nicht so geil ist. So vielfaltsmäßig an Spielen. Aber gut, vielleicht kommen wir auch bald wieder Spiele, die uns mehr interessieren, die wir auch durchführen können. Es gibt auch noch echt viele Spiele, wo wir Bock drauf haben, aber wir einfach nicht die Leute zusammenkriegen. Zum Beispiel fucking TTC hätte Pierre, habe ich auf jeden Fall auch richtig Lust mal wieder eigentlich drauf. Pierre hat bestimmt auch Lust drauf. Übrigens, es wird spannend, ob wir bis zur nächsten Tankstelle kommen oder nicht.
Pierre hat da bestimmt auch Bock drauf, aber wir kriegen einfach nicht genug Leute zusammen. Wir brauchen mindestens 6-7 Leute, die alle an einem Tag zu einer Uhrzeit können müssen. Und das ist so ein Aufwand und das funktioniert im Moment einfach gar nicht mehr. Da brauche ich überhaupt gar nichts zu starten. Ich habe das schon bei Minecraft Straight gemerkt, was das für ein Problem ist, da mehrere Leute an einen Punkt zu bekommen. Früher hat es geklappt, heute klappt es nicht mehr. Warum auch immer, keine Ahnung. Wir müssten da vielleicht in Zukunft mal ein bisschen was probieren, ob das nicht irgendwie geht. Oder ein bisschen spontan mal gucken, ob da nicht was geht. Mit TTT oder sowas. Ich würde es eigentlich gerne mal wieder bringen, aber da muss ich mich mal mit allen unterhalten. Und wenn es wieder kommen sollte, dann auf jeden Fall nicht mit so vielen Leuten wie da. Also nicht mit so vielen aufnehmenden Leuten wie damals, sondern eher mit, eher mit anderen Leuten, die jetzt halt keinen YouTube-Kanal haben. Aber es wäre ja auch kein großes Problem. Dann würde ich ja trotzdem nur Pierre und meine Sicht sehen. Aber gut. Und wie gesagt, es wird spannend, ob ich vom Tankinhalt es bis zur nächsten Tankstelle schaffe, die, obwohl doch jetzt, ich sollte es jetzt schaffen eigentlich, das geht klar. Schlafen müsste ich da auch mal, weil wir haben hier nicht mehr allzu viel, wir müssen jetzt eigentlich eine Pause machen, wir kriegen sonst gleich eine Strafe, das heißt, ich muss beides dort machen. Ja, wird auf jeden Fall spannend, ob wir da noch ankommen jetzt, weil der Tank, ja, der Tankdings ist ja echt nicht mehr zu sehen. Und wie gesagt, müde werden wir jetzt auch gerade, wie wir merken und so weiter und so fort, das ist echt jetzt nicht cool. Aber um mal wieder zum Kanalinhalten zu kommen, das wird halt eben passieren. Ich programmiere gerade im Moment auch wieder sehr viel, was halt auch in meiner Zeit frisst. Auf dem anderen Kanal von mir kamen auch nicht so regelmäßig Videos. Da kommen jetzt die nächsten Tage wieder regelmäßig Minecraft-Videos. Ich habe jetzt übrigens auch die Berufsschule ja überstanden, die Berufsschul-Blockunterricht 3 Wochen. Und habe jetzt wieder eine Woche, wo ich arbeite. Und dann noch eine Woche. Und danach, und genau nach der einen Woche arbeiten, habe ich eine Woche Urlaub. Das heißt, ich werde endlich mal hier eine Roomtour machen. Ich muss erstmal meinen Schreibtisch, gerade mein Schreibtisch ist so ekelhaft verdreckt inzwischen. Ich muss hier erstmal ein bisschen sauber machen, weil ich will euch das nicht so zeigen. Ist ja, denke ich mal, relativ logisch für jeden. Und ja, da muss ich halt eben ein bisschen was sauber machen und dann nehme ich dann, es hat nicht bis zu der scheiß Tankstelle gereicht. Nein, wie weit waren wir? Wenn wir jetzt schon drauf vorbeigefahren sind, dann lache ich mich aus. Nee, waren wir nicht. Alter. Ja gut, Leute, dann müssen wir einmal uns nach Stuttgart, was denn für eine Nähe wir sind, abschleppen lassen. Ach sogar, wir sind sogar schon im Radius von Mannheim, okay. Sehr gut. Wir haben überhaupt noch Zeit, den Auftrag anzunehmen. Egal, erstmal. Benzin bekommen wir hier auch nicht, oder was? Boah, das ist ja voll gay. Doch, ein bisschen Benzin haben wir auch bekommen. Gut, sehr gut. Man bekommt zwar nicht so viel Benzin, also da hat das Spiel schon mal mitgedacht, man bekommt zwar nicht allzu viel Benzin, aber ein bisschen Benzin. Achso, ich werde müde. Kann man hier nicht auch schlafen auf diesen scheiß Gebieten hier? Komm. Hier gab es doch auch mal so Parkplätze, oder? Ja, nice. Perfekt. Ja, das war so ein bisschen von der Ansprache. Wie es ja, wie gesagt, in nächster Zeit genau weitergeht, müssen wir mal wieder schauen, ob halt eben für uns relevante Spiele rauskommen und ob halt eben, ja, und wie es halt einfach so weiterläuft in dem Punkt. Wir können natürlich nichts sagen, weil wir natürlich nur Spiele spielen, wo wir auch Bock drauf haben. Und, ja, generell wisst ihr schon Bescheid. Wie gesagt, nochmal kurz zusammengefasst. Es fällt Formel 1 ab. Die nächsten 2 Wochen kommt noch Formel 1. Und danach fällt das weg. Und wie gesagt, Rocket League wird ab sofort weg, weil es keinen Spaß mehr macht. Und ich denke mal noch nicht, dass ab Mittwoch Rainbow Six Siege als Ersatz dafür kommen wird. Aber ich hoffe, spätestens ab nächsten Samstag kommt Rainbow Six als Ersatz. Ich habe es gerade bei mir auch schon getestet. Es läuft auch eigentlich auf natürlich nicht so top grafischen Einstellungen. Es läuft aber. Ich habe allerdings noch nicht getestet, es aufzunehmen. Was nochmal eine größere Herausforderung ist, was ich dann irgendwann mal die Tage testen werde. Und ich hoffe, es funktioniert, weil Pierre hat irgendwie auch irgendwelche Probleme. Ich weiß nicht genau, was er hatte. Irgendwie so zwischendurch mal wieder so kleine Lags oder sowas. Heißt auch, weiß ich nicht, ob er es irgendwie aufnehmen kann dann mit den Lags oder so. Müssen wir uns doch absprechen, wie wir es denn machen. Ja, keine Ahnung, so sieht es aber aus. Ja, da gibt es dazu eigentlich gar nichts zu sagen. Ja. Das war es irgendwie so ein bisschen von den Informationen hier. Wir sind auch schon bei 10 Minuten. Okay, es geht noch absolut klar. Wir haben noch 10 Minuten vor uns. Ich guck mal gerade, wie lange wir für den Auftrag noch brauchen. Für den Auftrag haben wir noch eine Restzeit von 20 Stunden. Das ist locker easy. Wir fahren jetzt wieder auf die Autobahn.
und dürften dann eigentlich an der Tankstelle. Ne, wir sind an der Tankstelle schon vorbei. Genau, hier kommt auch relativ schnell eine Tankstelle. Das ist gut. Können wir nämlich direkt tanken und dann haben wir gar keine Probleme mehr. Also voll tanken, weil wir haben ja jetzt nur so ein. Ja, das reicht schon für wie 100 Kilometer wahrscheinlich, aber es reicht halt nicht Ewigkeiten. Habe ich Licht überhaupt an? Ja, ich habe Licht an, aber es kommt irgendwie so nur so halb an. Nee, es ist komplett an. Okay. Ja, aber das war so ein bisschen die Punkte, die ich ansprechen wollte. Wie gesagt, Roomtour, genau, Roomtour werde ich dann in, übernächste Woche aufnehmen am Montag. Also am Montag in einer Woche. Montag, Dienstag werde ich die aufnehmen. Mittwoch wird die dann auf meinem Alex Allerlei Kanal kommen. Und Ende der Woche, also Donnerstag und Freitag, bin ich dann in Köln bei einem WWE Wrestling Live Event. Und ja, werdet auch vloggen, wird auch ein Vlog dann wahrscheinlich irgendwie eine Woche nach der, danach oder sowas auf dem Alex Allerlei Kanal online kommen. Und generell werden da halt bis dahin immer wieder, mindestens die nächste Woche, also am Morgen, also heute am Sonntag wird dort ein Minecraft-Video kommen. Dann wird am, ich weiß jetzt noch gar nicht genau, wie ich die time, aber wahrscheinlich am, ja, wahrscheinlich so am, wahrscheinlich am Mittwoch und dann am Samstag oder sowas wird noch irgendwie ein Video, oder am Freitag, keine Ahnung, wird ein Video kommen. Und ja, so werden auf jeden Fall über 3 Videos, habe ich gestern, also am Freitag aufgenommen, und die werden dann über die Zeit verteilt kommen. Ja, ich hoffe, das ist irgendwie alles euch so einleuchtend und es ist für euch nicht so ein großes Problem. Es ändert sich immer mal wieder was. Wir hoffen, dass irgendwann in den nächsten Wochen, Monaten mal wieder so richtig geiles Multiplayer-Spiel kommt. Es kam schon teilweise richtig gut raus, aber die haben sich dann nicht so herausgestellt. Und was ich, wie gesagt, auch noch überlege mit Uncharted, ist, ob ich nicht noch Uncharted doch mache, auch wenn ich nicht diesen fließenden Übergang hinkriegen kann. Heißt, wenn ich jetzt mit Uncharted 1 bis 3 anfange, werde ich trotzdem bis 4 nicht fertig sein. Das heißt, der fließende Übergang kann ich nicht machen. Und ich würde es auch auf jeden Fall, wenn ich jetzt Uncharted machen würde, nicht jeden Tag machen. Das heißt, ich würde damit der 19 Uhr, also 19 Uhr kommen ja jetzt, wie gesagt, über die nächsten 3 Wochen hinweg eigentlich dann 4 weniger Videos. Und dann würde ich natürlich diese Videos um 19 Uhr auffüllen mit Uncharted. Das ist so meine Überlegung. Das sind 3 oder 4 Uncharted-Videos, die Woche kommen. Und halt die anderen Tage wie gewohnt, was kommt da noch so aktuell? Ach, schon wieder vergessen nicht. Ja, Eurotruck Simulator kommt da eigentlich dann nur noch. Das ist halt ein bisschen das Problem. Das stimmt, es kommt eigentlich gar nicht mehr so viel dann. Weil es, wie gesagt, es kommt dann Rainbow Six Siege, wenn wir es hinkriegen. Und es kommt halt eben, wie gesagt, es kam ja immer quasi nur Eurotruck Simulator, also 2 Folgen Eurotruck Simulator die Woche, 2 Folgen Rocket League, 2 Folgen F1. Und jetzt kommt dann eben halt, haben wir nur noch Eurotruck Simulator fest. Und ich weiß dann nicht, wie gesagt, Rainbow Six Siege, wenn wir hoffentlich oft 2 Mal die Woche hinkriegen, mal schauen. Mal schauen, ob jeder irgendwie noch Motivation findet, LOL mal aufzunehmen. Keine Ahnung, wenn wir auch sehen, wird dann ein Zufallsprodukt sein. Und ja, dann werden wir mal schauen, wie wir das, ob ich dann nicht irgendwie doch noch eine Uncharted-Serie mache, die ich dann die restlichen Tage um 19 Uhr auffüllen werde. Ja, das so als die Information dazu. Und viel mehr habe ich da jetzt gar nicht zu sagen. Wie gesagt, Minecraft-mäßig auf dem Minecraft-Spot sind wir aktuell bei 5 Videos die Woche. Genau, 5 Videos sind es. Nämlich 3-mal die Woche Minecraft Speed, wo ich ja eben auch ein bisschen mit weiterkommen will. Deswegen kommen ja auch so viele Folgen. Auch wenn ich aktuell mit dem Aufnehmen nicht hinterherkomme. Aber gut, wenn ich aufnehme, habe ich dann schon Bock zu. Aber irgendwie komme ich da trotzdem nie zu. Das ist irgendwie voll dieses Paradoxon. Und ich fahre gerade wieder mit einer gesenkten Sau mit links, rechts und so weiter und so fort. Das kommt auf jeden Fall halt 3-mal die Woche und halt 2-mal die Woche eben die Adventure Map. Da sind wir auch ein bisschen Vorsprung bei der Adventure Map. Aber mehr macht halt auch keinen Sinn. Wie gesagt, an Minecraft Reset habe ich 2, das zu machen, habe ich eigentlich auch noch immer noch Bock drauf. Aber ich arbeite gerade noch für unseren Minecraft-Server, den ihr natürlich unter mc.apkgameplus.de findet. Arbeite ich gerade immer noch an dem Minecraft Straight Plugin und danach habe ich noch, habe ich eben noch ein paar andere Sachen, die ich so grundsätzlich nochmal am Servernetzwerk bearbeiten muss, will, wie auch immer. Und dann habe ich halt noch ein paar andere Sachen, wie, da muss ich gerade denken, das ist ein Problem, ne? Genau, dann habe ich dann natürlich noch ein paar andere Sachen, die ich da so umsetzen will. Das war es so ein bisschen von diesen Grundinformationen her. Und danach gibt es halt irgendwann, danach werde ich mich halt an die Reset, also das Reset-Plugin umzusetzen, habe ich schon mal mit angefangen, aber habe es noch nicht ganz durchgezogen. Inzwischen könnte ich das halt eben machen. Aber gut, wie gesagt, es wird auch ein bisschen Aufschub haben und ich weiß nicht genau, wann wir es dann machen, aber gut.
Minecraft Presale wird dann übrigens auch auf ein, wenn ich diese Plugins fertig habe, wird es auch auf ein extra Minecraft-Server-Netzwerk kommen, wo es auch andere Leute spielen können. Also das wird auch wieder groß aufgezogen, wie irgendwie viele Sachen bei mir in letzter Zeit. Weil ich einfach Bock auch auf die Programmierschiene habe und da eben jetzt mehr Zeit investiere und das geht halt ein bisschen von der YouTube-Zeit runter. Und ich muss auch faktisch sagen, ich mache unter der Woche, ich programmiere unter der Woche, habe ich zumindest die letzte Zeit teilweise sehr viel unter der Woche programmiert, wo ich Berufsschule hatte. Und habe eigentlich nichts für YouTube gemacht. Und das ist irgendwie immer so, ich mache unter der Woche sehr wenig für YouTube. Was halt aber auch irgendwie so ist, dass unter der Woche mit Arbeiten oder mit Schule dann gerade noch mehr irgendwie die Motivation nicht so da ist, sich hinzustellen und eben coole Sachen aufzunehmen für euch. Aber gut, das ist ja für euch egal. Für euch kommen weiterhin wie gewohnt zwei Videos, also zwei Videos mindestens, wenn wir hinkriegen pro Tag. Das wird auch dabei mindestens bleiben. Ich denke, ich bin immer noch ein relativ guter Video-Output und ja, mehr als drei Videos pro Tag macht ja eh keinen Sinn. Das werden wir auch nie wieder machen. So viel können wir dazu sagen. Wir werden nie wieder mehr als drei Videos am Tag machen, weil das sich eh keiner anschaut. Ja, damit kann ich eigentlich thematisch komplett abschließen. Wir sind bei 16 Minuten. Ich habe viel erzählt und hoffe, wie gesagt, dass ihr mit all den Veränderungen und so weiter da Bock drauf habt oder nicht Bock drauf habt, damit klarkommt, dass es irgendwie immer weniger halt bei uns wird, so gefühlt. Das fühle ich halt, das ist halt auch so meine Gedanken, es wird immer weniger. Aber wir haben die Hoffnung, dass irgendwann mal wieder ein richtig geiles Spiel kommt. Oder dass man immer wieder mehr Leute findet. Das ist auch so ein bisschen das Problem, dass man wieder nicht genug Leute hat, um immer alle möglichen Sachen zu machen. Aber gut. Das ist auch so eine Sache, wo man halt mal nachschauen, wo man halt mal nachdenken muss. Aber egal. Ja. Viel habe ich jetzt zu den ganzen Sachen nicht mehr zu sagen. Keine Ahnung, wir werden mal schauen. Wie wir so machen. Aber keine Ahnung, könnt ihr auch mal euer Feedback dazu. Genau. Generell mal ein Feedback dazu. Hättet ihr mal Lust, dass wir mit anderen Leuten auch Sachen machen? Also so wie Marcel haben wir schon öfter Sachen gemacht oder halt mit solchen Leuten. Aber auch mehr mit Leuten, die wir jetzt noch neu kennen. Dass wir mehr Sachen aufnehmen. Ich weiß nicht, natürlich nicht, wie weit die halt immer Bock drauf haben. Aber ob ihr da generell überhaupt Bock drauf habt. Weil natürlich muss man sagen, es ist dann wieder qualitätsmäßig halt nicht so geil. Weil ich habe ein vernünftiges, ich habe ein übertriebenes Equipment und ein übertriebenes Sound in meiner Stimme. Die halt sehr gut bearbeitet wird. Nicht, weil meine Stimme so geil wäre. Pia hat halt auch ein vernünftiges Mikrofon. Und die anderen haben dann wieder natürlich nur, weil wenn man kein YouTube macht, hat man meistens einfach nur ein Headset. Ja. Und das wäre natürlich schon ein bisschen qualitativ, ein bisschen beschissener, aber der Fun-Faktor ist, denke ich mal, teilweise auch höher. Und deswegen, ja. Ja, ne? Muss man mal schauen. Also, wie gesagt, ich könnte mir da mal meine Meinung zu sagen, aber ich glaube nicht, dass es so hart schlimm für die meisten Leute ist, wenn dann mal ein paar Leute mitmachen, die halt eben keine vernünftige Soundqualität haben oder keine super Soundqualität haben. Ja. Keine Ahnung, wir können auch mal noch gucken. Natürlich können wir auch immer wieder sagen, wir haben Bock drauf, auch was mit anderen YouTubern zu machen, aber es ergibt sich halt nicht immer so von Zeit zu Zeit und ja, da muss man auch mal, es ist immer zeitmäßig auch immer mit anderen Leuten irgendwie, gerade mit anderen, die auch YouTube machen, das ist irgendwie immer noch tausendmal unentspannter und schlimmer als wie mit Leuten, die man halt einfach nur so zockt, die halt jetzt kein YouTube machen, kommt einem jedenfalls immer so vor. Eigentlich muss man nämlich sagen, wir können eigentlich am Wochenende immer, also es hört sich schon wieder so schlimm an. Wir können Freitag und Samstagabend eigentlich immer relativ flexibel aufnehmen. Sonntag nehmen wir zusammen, zum Beispiel Pia und ich, so gut wie nie etwas auf. Haben wir es jetzt also zwei, dreimal vor. Einfach weil Montag müssen wir wieder arbeiten und in die Schule und so weiter und so fort. Und die, ja, arbeiten meistens bei mir oder ab und zu halt in die Berufsschule. Und da hat man ja nicht so Bock, am Sonntagabend noch großartig was aufzunehmen, weil das dann das Sonntagsproblem man hat. Ich nehme das zwar auch oft genug alleine was auf, aber sowas wie U-Truck mache ich normalerweise immer erst irgendwie auf den letzten Drücker sonntags. Aber gut, das geht halt trotzdem noch so klar. Aber ansonsten, Freitag, Samstag haben wir echt immer genug Zeit. Nur irgendwie die meisten anderen Leute kommen einem so vor, haben am Wochenende keine Zeit, sondern nehmen eher unter der Woche abends auf. Und ja, keine Ahnung, weiß man nicht so genau. Aber natürlich suchen wir auch da jederzeit Leute, mit denen man cool zusammen aufnehmen kann. Aber ich glaube, da müssen wir auch mal teilweise aktiver suchen. Das kann man uns vielleicht so ein bisschen vorwerfen, dass wir ein bisschen inaktiv suchen. Aber gut. Ich bin ja mal gespannt, ist ja weiterhin noch ein anderes Projekt geplant. Was mit der Minecraft 1.9 sein soll, wo wir dann drin sein sollen, wo ich für gefragt wurde, wo ich auch zugesagt habe. Allerdings
da das Ganze, da ich in dieses Projekt durch wen anders gekommen bin, ich sage jetzt mal nichts weiter an Informationen. Doch, ich kann es eigentlich sagen, genau. Ich bin, das ist ein Projekt gewesen, also ich wurde auch schon offiziell so ein paar Mal gesagt, deswegen habe ich gesagt, ich sage jetzt mal an der Stelle, dieses Projekt, wo wir rein sollten, ist ein Projekt, was eben von Josh organisiert ist und keine Ahnung, wie er genau heißt auf YouTube, Josh Georg oder keine Ahnung, wie der heißt, egal. Auf jeden Fall, Josh heißt er, fertig, das ist dann noch irgendwas anderes hinten dran. Und ich kam dadurch an Empfehlung von Antonia rein. Ja, jetzt ist aber die Sache, Antonia hat natürlich, weil sie dann nicht mehr so Spaß dran hat, das ist ja auch klar, vor ein paar Tagen halt verkündet, dass sie keine kaum noch Let's Plays macht und nur noch auslaufende Projekte macht und keine neuen. Ich weiß nicht, ob irgendwie das dann, ich hoffe mal, dass Josh immer noch mich im Hinterkopf hat und nicht, dass es sich irgendwie mit dem Kontakt zu, weil ich halt zu Josh keinen direkten Kontakt habe, da müsste ich mich nicht mal drum kümmern. Nicht, dass es dann irgendwie verloren geht, dass ich mit dabei bin, nur weil halt eben Antonia dann halt keine Lust mehr drauf hat. Muss ich mich eigentlich mal drum kümmern, aber gut, werden wir ja sehen, wenn erstmal da entsprechend was zu raus ist. Aber gut, ich habe jetzt auch gerade nur die Sachen angesprochen, die eh schon öffentlich sind. Nicht, dass ich da irgendwie immer mich mit Leuten unbeliebt mache, aber ich habe eigentlich nur das gesagt, was jetzt auch schon bekannt ist. Ja. Das war so ein bisschen zu der ganzen Lage hier vom Kanal und wie es so weitergeht. Wie gesagt, tut mir leid, wenn ihr... Ich muss jetzt richtig hart abbremsen, schade. Tut mir wie gesagt leid, wenn ihr kein großer Freund von Minecraft oder von FIFA seid, dann wird es immer schlimmer jetzt quasi. Weil halt leider außer Rainbow Six dann vielleicht noch oder ein paar, oder hier U-Tracks, halt eben nichts anderes kommt. Aber wie gesagt, jeder kann es bei uns schauen, worauf er Bock drauf hat natürlich. Und mich freut es natürlich auch, wenn ihr sagt, hey, ich guck mir nur sonntags deine U-Tracks immer Folge an, weil du da über Themen redest. Oder über den Kanal redest. Wie gesagt, jedem das Seine. Ich hoffe, ihr weiterhin Spaß mit uns und euch reicht die Auswahl an Videos. Und aber von den Aufrufen her ist ja eigentlich auch alles in Ordnung. Und dann würde ich sagen, was ist das von der heutigen Folge EuroTruck Simulator 2. Und die nächste Folge gibt es dann ganz normal wieder am Freitag. Und die werde ich auch wahrscheinlich auch am Donnerstagabend dann oder so aufnehmen. Und haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss.